Da ist die Tür. Genau, da rein. Ich gehe da nochmal gucken. Muss doch da irgendwo sein. Und du hier, ne? Nee, du warst es nicht. Das war die Scheißtür, ne? Nee. Warte mal. Die Scheißtür. Die hier. Hahaha! Ah. Sehr schön, es geht voran. So, wo sind wir denn jetzt? Ja, im Sportladen, schon klar, aber was passiert hier? Da krabbelt wieder irgendein Scheißviech. Das ist wieder in dieser komischen Affen. Und auch ich muss natürlich hier da vorbei. Hallo? Hallo? Ihr seid nett. Ihr tut mir nicht so viel. Naja, wenn du stehen bleiben würdest, würden sie dir schon ordentlich was tun. Das hatte ich nicht vor, von daher. Das passt schon. Wie tief? Was für ein Stockwerk ist das mittlerweile? B8 immer wieder hier. Ist ja normal. Hallo. Nee. Oh. Da war eine Tür. Aber hier sind auch Türen. War da eine? Ja, da war eine Tür. Ich probiere sie. Will man nicht so sein. Nimm mir die so lange. Die ist kaputt. Ja, danke. Jetzt habe ich wieder einen Schlag eingesteckt, obwohl das unnötig war. Es tut mir leid. Da könnte ich rein. Ich will nur eben kurz weiter gucken. Vielleicht ist hier noch was Schönes. Oh ja, eine Wand. Oh, da kann ich rein. Schöne Wand. Das war so ein Rollladen. Da bin ich reingegangen. Wollte ich eigentlich noch gar nicht. Nein, ich wollte doch noch in die Tür gucken. Hoffen wir mal, dass sie kaputt war. Oder vielleicht kannst du auch nochmal zurück mal gucken. Ja. Das hoffe ich jetzt wirklich mal, weil ich möchte... Das ist auch immer blöd. Weil man einfach nicht weiß, was der richtige Weg ist. Are you the kid he was talking about? You live in that apartment too, huh? Say, you look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Hey, you! Stop! Kann der nicht sprechen oder will der nicht sprechen, der Junge? Ich glaube, der will einfach nicht sprechen. Okay. Weil später als Erwachsener kann er sprechen, das weiß ich ja. Ah, okay. Ich könnte die Leiter runter, ich könnte aber auch einfach rausgehen. Ich gehe mal raus. Denn ich bleib erstmal auf einem Stockwerk. Und wo bin ich jetzt? Da sind Patronen! Haha, du kannst mich glaube ich nicht erreichen. Hihihihihihi. Hahaha. Und der Hund, kann der hier rüberspringen, der Penner? Weiß ich nicht. Also nee. Wenn sie es gleich tun würden, dann würde ich dich auslachen. Nee, aber ich möchte mal genauer angucken. Ich habe ihn bisher noch gar nicht so richtig gesehen. Aber in der Cutscene damals konnte man sie ja eigentlich ganz gut sehen. Ja. Aber in der Cutscene und wie sie dann animiert rumspraddeln, ist ja auch ein Unterschied. Hm. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sie ja so tötet, dass sie dann so einen Schrei machen wie ein Puma. Ja, ja, kommt hin. Mhm. Der Aufzug ist nicht hier, nämlich den. Ja, nehmen wir mal die Leiter. Ja, hier war nicht mehr, dann nehmen wir die Leiter, ja. Oder ich kann da bestimmt auch wieder zurückfahren. Natürlich nochmal weiter runter, ja. Weil wir noch nicht tief genug sind. 12! Ja, 12. Untergeschoss! Bald sind wir echt in China. Das ist ja... irgendwas sabbert von der Decke runter, glaube ich. Oh, ein Tonikum! Also, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ein Nährstoffdrink. Tonikum klingt irgendwie witziger. Mhm. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, halt ein Gesundheitsdrink. Ich will mal nach oben gucken. Sabbert das oder... Ich hoffe, das ist nur Wasser. Nein, es tropft nur. Weil es knistert auch so ein bisschen komisch. Hier ist ein Loch in der Wand, was ich nicht beklettern kann. Wenigstens hast du nicht besteigen gesagt. Ja. Ja, ein Loch besteigen ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, lassen wir das, lassen wir das. So, ich möchte hier gerne durch. Danke. Oh, kaputt. Okay, dann... Ja, nehmen wir einen anderen. Ich habe ja noch... nicht den Baseballschläger. Nicht für diese Scheißdinger. Nehmen wir das Ding. Die übliche Stange hier. Das schöne Rohr von Henry. Ja, wir kämpfen mit Henrys Rohr. Genau um diese Zweideutigkeit geht es übrigens auch in dem kleinen Video, was ich hochgeladen habe. Also wenn du nachher noch 10 Minuten Zeit hast, kannst du das gerne angucken. Das ist toll.
Moment. Okay, hier sind mehrere Türen. Ich muss die wohl ausprobieren. Hallo. Kaputt, natürlich. Oh, diese Affen, ey. Ist das Nein, das ist keine Tür. Das ist eine Tür. Und die ist auch kaputt. Jetzt sind wir wieder in der guten alten Silent Hill-Manier. Jede zweite Tür kaputt. Okay. Oh, das hatten wir auch schon im Wassergefängnis eigentlich. Ja, aber da waren... Ja gut, ja, waren ein paar Türen. Oh nein! Jetzt bin ich auf der anderen Seite, wo ich noch die Leute ausgelacht habe. Ja, toll! Oh, ich komme da noch wenigstens noch weg. Okay, da ist noch eine Tür, die ich nicht ausprobiert habe. Ach Mensch, diese blöde Karte! So. Ich will da rein! Ich will da rein! Ich darf hier nicht rein. Scheiße. Das war gar nicht die Tür, die ich ausprobiert habe. Egal, ich renne jetzt weiter. Egal, lauf weiter. Mann, diese Karte. Warum seid ihr denn so scheiße schnell? Ja, gleich bin ich durch. Da ist der Zaun. Das ist die Tür, das ist die Tür, das ist die Tür. Und die ist kaputt. Ist das nicht schön? Oh Mann. Oh Gott, ein neuer Bildschirm. Da laufen wenigstens keine Gegner hinterher. Aber hier sind neue. Ach, wie schön. Ich freue mich so. Ja, übertreibt's doch nicht, Leute. Was soll ich denn auch machen? Boah. Ja, es ist ja schon die vierte Hauptwelt. Also von daher muss ja schwerer werden. Ich nehme jetzt, darf ich ein Tonikum nehmen? Habe ich die Erlaubnis von dir? Guck doch erstmal, ob du vielleicht hier unten dann, weil du musst ja hier wieder nach unten, genau, ob du ein Loch findest. Okay, gucken wir erst nach einem Loch. Oh, warte mal, ich kann die Energie doch so anzeigen lassen, wenn ich die Waffe ausrüste. Oh, es ist nicht mehr sehr viel. Okay. Ah, das geht noch. Das kann schlimmer sein. Es könnte regnen. So, warte mal. Bin ich jetzt schon im 13. Untergeschoss? Ja, das ist eine gute Zahl, ja. So, dann guck hier mal, ob hier ein Loch ist. Und da ist auf jeden Fall eine Tür. Und hier ist wieder der Kamerawechsel so cool. Dieser kippende Kamerawechsel, den fand ich im dritten Teil schon so geil. Oder was im zweiten? Nee, im dritten war das, glaube ich. Ja, im ersten ist der Kameramann ja auch schon durchgedreht. Hm, an dieser einen Gasse da, am Anfang gleich. Das fand, ja, ich, genau. Auch so, das fand ich auch so cool. Ich fand das so geil, ich hatte es, also Silent Hill 1 ja mal von Andy gesehen, Andy Vanya. Und der hat da auch dann so den Kameramann beschimpft, so von wegen so, ja Kameramann, brauchst keine Angst mehr zu haben, komm von da oben runter. Ja, hat so perfekt gepasst. Mit Humor kann man sich so ein bisschen die Angst vertreiben. Oh, da liegt schon wieder ein Typ. Oh, nö. Und das, ach, das sind Maden. Ich dachte schon gerade, die Made würde fliegen, das sah gerade so komisch aus. Nur Abfall, hier gibt's nichts Nützliches. Okay. Auch in der Mülltonne nicht? Schade. Kamera drehen, danke. Drei Türen zur Auswahl. Okay, welche nehmen wir als erstes? Die kaputte. Okay, dann nehmen wir die. Auch kaputt. So. Eine Tür ist besser als drei. Liegt hier noch was Schönes? Nein. Dann sei bitte offen. Juhu! Eine dicke Made ist wie ein neues Leben. Nee. So. Eine rote Rune ist wie ein neues Leben. Genau. Okay, ich trete jetzt dreimal auf das Viech drauf. Es geht nicht kaputt. Dann lassen. Oh, eine Axt! Das ist interessant. Würdest du die mal versuchen zu nehmen? Eine rostige Axt. Ja, komm. Sie haben rostige Axt. So. Oh, das ist ein Loch. Freude. Ja, ich freue mich immer über Löcher. So. Der Boss hat gesagt, dass diesmal die letzten vier Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens die Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild auf dem Dach. Ah, toll, da habe ich schon ein paar Mal angerufen. Komm, ich gehe gleich in die Wohnung, dann passt das. Mhm. Jeder auf der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist das wirklich in Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Ich hatte mich gedacht, vielleicht passiert da ja was, wenn ich da mal anrufe, aber da ging keiner ans Telefon bei der Nummer. Schade eigentlich. Ja, ich denke, jetzt sollte dann was passieren, wenn du da anrufst. Ja? Oh, cool. Das probieren wir gleich mal aus. Ja, ich glaube schon. Also, ich bin mir nicht mehr wieder ganz sicher. Also, nicht wieder beschuldigen, wenn es dann wieder schief geht. Ein Billardtisch. Sie scheinen mitten in einem Spiel gewesen zu sein. Na gut, ja, vielleicht. Was ist denn hier für ein Getränkeautomat, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist ein Mülleimer im Weg, deswegen kann man da nicht lang gehen. Nein. Aber das erinnert mich dann immer hier so ein bisschen an Resident Evil 1, weil da war ja auch mal so ein Rätsel mit einem Billardtisch.
Ja, stimmt. Der Raum ist auch so ein bisschen ähnlich. Auch mit der Theke so da drin und so. Ist cool. Ja, bevor ich jetzt die nächste Tür ausprobiere, krabbeln wir durchs Loch und tanken unsere Energie auf. Und das Schöne ist, ich habe dann mein Tonikum gespart. Ist das nicht Und du toll? kannst und du kannst den kaputten Schläger in der Kiste lassen. Stimmt, den kann ich auch noch wegpacken. Geil, geil, geil. Das hätte ich ja schon fast wieder vergessen. Ja, kannst mal sehen. Gut, dass du dabei bist. Ja, ich Ja, weiß. so. Okay, jetzt wacht er wieder auf. Und bevor wir gleich. Ich rufe da jetzt gleich mal an. Ich habe da Bock drauf. So, warte mal. Hast du die Nummer schon aufgeschrieben oder musst du dafür nochmal rausgucken? Ja, rausgucken will ich, wenn ich das jetzt diesmal da. Diesmal darf ich auch, sehr schön. So, gucken wir uns die Telefonnummer nochmal an. 3750 ist also das Passwort. Das schreibe ich mir kurz auf. Und dann rufe ich da gleich nochmal eben an. 3750. Vor allem diese Vorwahl, die in jedem Film immer für alle möglichen Telefonnummern ist. 555. In jedem Film, der in Amerika spielt oder so, ist die Vorwahl 555. Das ist aber geil. Haben sie extra gemacht, weil es die Vorwahl halt nicht gibt. Okay, dann probieren wir das mal. Ich bin gespannt, ob sich da jetzt einer meldet. So, Telefonmann. So. 555. Was war das jetzt? 3750. Das Telefon Und? schellt und ich bin im Keller, vielleicht nur vorweg. Das kann gut sein. Es tutet. Wir haben ein Freizeichen. Aber das war Okay, nur das. ein dieses Geräusch Ja. gerade eben, was war das? Vielleicht hat er das auch schon beim ersten Mal gemacht, ich bin mir nicht sicher. Das war sehr verstörend auf jeden Fall. Wie eigentlich fast alles in diesem Spiel. Passt ja. Vor allem, weil ja auch eigentlich seine Schnur vom Telefon durchgeschnitten ist, kommt ja noch dazu. Das kommt auch noch, ja. Aber ich meine, alle Telefone, die bei Silent Hill bisher durchgeschnitten waren, haben geklingelt. Also, das muss eigentlich schon sein. Stimmt, dieses eine Telefon auch im Spind bei Silent Hill 3. Happy Ja, Birthday! das fand ich eine richtig geile Szene. Die fand ich super. Das war richtig schön, die Szene. So. Packen wir den zweiten kaputten Schläger in die Kiste. Juhu. Und die sehen nicht mal gleich kaputt aus, glaube ich. Ein bisschen. Ja. Nee, ist anders geformt. So, und was wollte Könntest du ich ein noch? bisschen Patronen könntest du auch hier, das mal so viel brauchst du gar nicht. Okay, weil du das bist. Na ja, komm, so. Den Rest behalte ich mal. Auch so viele Nahkampfwaffen? Willst du nicht auch eine der Nahkampfwaffen noch hier lassen vielleicht? Ich mein's ja nur, weil je nachdem, wie viel Ja, du findest, ne? ich weiß ja. Mit kurzem Stiel etwas kurz, aber wirkungsvoll und einfach zu verwenden. Und hier Schläger aus Aluminium relativ wirkungsvoll. Ich packe erstmal die Axt weg. So, gut, dann speichern wir jetzt nochmal ab, wenn wir hier sind. Okay, und da aber wieder. Zack. Schön. Zurück von der Gebäudewelt. Das ist einfach ein schöner Titel. Einen besseren Namen Total. hätte man nicht wählen können. So, okay, dann gehen wir wieder ins Badezimmer und durch die Wand. Durch das Loch. Wir kriechen durch das Loch in die Gebäudewelt. Ja, steigen. Gut, wir steigen durch das Loch. Ja. Das klingt auch nicht schlecht. So, da war ja noch eine Tür in dem Billardraum, wo man hätte weitergehen können. Das hoffe ich jetzt jedenfalls. Ich glaube, du musst jetzt den Code eingeben, 3750. Ja, irgendwas war da ja. Mhm. Ich find das Bild immer ganz schön, wenn das am Anfang noch so zerkrisselt ist. Wenn Ja, wie so man. ein alter Film. Ja, genau, wenn man. So wie so ein Tarantino-Film. Das erinnert mich immer dran. Da ist Ach ja. der Passcode. So. 3750 wieder mal. 3, 7, 5, 0, piep. So. Schade, ihr Maden. Ich gehe dann mal. Schade, ihr Maden. Raucht, Maden. Genau, Herkules, komm raus, zeig dich. Ach, da ist ein Geist. Ist ja schon nichts Neues mehr. Och, Wir Johann, sind da fliegt einer. ja auch erst im 15. Untergeschoss. Was soll's, ne? Das macht ja nichts. So, soll ich runter wieder?
Wenn es geht. Ich kann auch. Ach nee, das sehe ich jetzt erst. Da fehlen die Stufen. Wollte ich gerade sagen. Dann gehen wir halt hoch. Ja, da ist endlich mal wieder nach oben und nicht nach unten. Ja, und da ist auch ein schöner Geist, der mir auf denselbigen geht. Der hört sich ein bisschen an wie Grönemeyer, wenn er erkältet ist. Also könnte ich mir vorstellen. Ich habe ihn selbst noch nicht getroffen. Auch nicht, wenn er erkältet ist, aber so würde er wahrscheinlich klingen. Das erinnert mich wieder daran, wie an dieses eine komische Mönchslevel in Spyro 2, wo Dave ja auch gesagt hat, ja, die hören sich an wie Udo Lindbergh, wenn er stoned ist. Die waren auch cool, ja. Das war super. Ja. Muss ich jetzt wieder bis ins... Oh, der kommt auch hinterher. Muss ich jetzt bis ins erste Stockwerk wieder hochlaufen? Oh Gott, der Arme. Aber dafür ist er aber echt gut unterwegs, so. Ja, der hat eine gute Ausdauer, der Junge. Ja. Wenn ich so viele Treppen hochlatschen würde, ich glaube, so lange würde ich hier nicht so schnell flitzen zumindest. Oh, hier fehlen Geländer. Also die Geschwindigkeit und die Ausdauer, das ist der Wahnsinn. Was ist das? Es ist die Tür Nummer 207 aus meinem Wohnblock. Ja, da wohnt doch der Typ. Da ist eine Tafel an der Tür. Eine vierte. Haben wir den Bereich auch schon geschafft, ey, Wahnsinn. Chaos. Sie zeigt ein abstraktes Bild und das Wort Chaos. Also haben wir schon vier Tafeln. Cool. Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Ich glaube, das ist sogar schon die letzte. Ist das jetzt schon wieder ein Level komplett geschafft, oder wie? Ich denke schon. One, two, 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 one, two